Hallo ihr Sepplinge, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Barbie Puppy Rescue. Meine Stimme ist irgendwie heute ein bisschen angeschlagen. So, ich habe gerade schon Anruf entgegengenommen. Wir sollen zu den Gärten fahren und das verlorene Labradorhündchen finden. Alles klar. Ich würde sagen, dann machen wir das doch mal. Nee, ich weiß auch nicht. Also irgendwie, warte mal, kann ich eigentlich abkürzen? Nee, kann ich leider nicht. Ich muss tatsächlich ganz außen rumfahren. Okay, und wenn ich hier einfach zu Fuß durchgehe, bin ich dann vielleicht schneller? Ich glaube nicht. Fahren wir einfach ganz normal. Bitte entschuldigt meine Stimme heute. Also irgendwie hat die gerade nicht so richtig Bock. Das gibt's doch nicht. Ach ja, habt ihr auch schon mal so Tage, wo sich eure Stimme verabschiedet, wo ihr sie eigentlich braucht? Das muss nicht sein. Oder ist zumindest nervig. So, da sind wir am Garten angekommen. So. Ach, guck, da hockt er doch schon. So. Das Heckenlabyrinth haben wir wieder. Alles klar. Keine Sorge, Hündchen, ich finde dich. Gut, diesmal würde ich hier auch nicht durch die Knochen alle mitnehmen, wie auch in der Kanalisation zuletzt schon nicht. Weil ich nicht weiß, nee, hier bin ich falsch. Weil ich nicht weiß, ob uns das überhaupt was bringt. Nee, warte, ich muss da oben, muss ich links rum. Ich habe falsch angefangen. Ich bin runterzugegangen, anstatt nach oben, also nach links weiterzugehen. So, jetzt geht's mit meiner Stimme langsam. So, und jetzt muss ich links. Barbie geht sogar fast im Rhythmus mit der Musik. Muss ich ganz außen rum oder muss ich in der Mitte rum? Das ist die Frage der Fragen. Ich hätte auf der anderen Seite lang gemusst. Na gut. Ja, wie gesagt, ich hole jetzt hier die Knochen nicht noch extra. Das ist, wie gesagt, ich habe keine Ahnung, ob uns das was bringt. So, aber wenn wir wirklich jeden Gang ablaufen wollen, dann sind wir doch schon relativ lange dran. Und ich wollte heute 2 Hunde retten. So. Ah. So schön, dass wir dich gefunden haben. Sieht so ein bisschen aus wie Gunnar. Wie süß du bist. Und jetzt auch im Kreis. Okay. Zum Tierheim zurückkehren. Opala. Zum Tierheim zurückkehren. So. Ist ja auch mal schön, dass der Pfeil, der zeigt immer die Luftlinie, aber gar nicht unbedingt den Weg, wo lang man eigentlich fahren muss. So. Ich muss schon sagen, Barbie ist relativ flott unterwegs. Also, auch gleich wieder so bergauf. Da verliert sie also quasi null an Tempo. So, jetzt wedelt sie gleich wieder mit dem Hintern. So. Muss ich auch mal versuchen, wenn ich irgendwo einen Berg rauf fahre. Dafür bräuchte ich aber erst mal wieder ein Fahrrad. Ich habe gar keins mehr. Ich hätte mal total gerne wieder eins. Aber die sind, wenn man wirklich... What? Wenn man Gutes haben möchte, die sind schon relativ teuer leider auch. Also da ist man schon auch so mit 500, 600 Euro, muss man da schon planen. So, wieder ein Hund gerettet. Er braucht viel Liebe. Der Scanner wird uns alles verraten. Was? Kein Chip? Oh. Er hat keinen Mikrochip. Ich bin jetzt gerade am Überlegen. Er hat jetzt mir immer mal wieder Namen reingeschrieben. Ich habe auch schon ein paar genommen davon. Fällt mir jetzt gerade noch einer an? Ein? Ich weiß es gerade gar nicht. Ich glaube, Don stand auch mal noch irgendwo drin. So, wieder Zahnpflege. Mensch, wir haben momentan... Oh. Wir haben momentan fast nur noch... Rechts, links.
Ich habe doch mit rechts angefangen. Anscheinend habe ich ein bisschen zu früh gedrückt. Wir haben tatsächlich momentan fast nur Hunde mit Zahnproblemen. Ist euch das mal aufgefallen? Ich habe das Gefühl, die letzten 300 hatten alle Zahnprobleme. Noch eine kleine Füllung und du bist so gut wie neu. So, Füllung reinhauen. So, ja, auch noch eine. Unten ist alles gut. Und oben braucht er zwei Füllungen und zweimal sauber machen. Aber unten scheint mir alles soweit in Ordnung zu sein. So, genau. Und da noch. Rechts, oben, links, oben. Rechts, oben, links, oben. So, jawoll. Deine Zähne sind jetzt blitzsauber. Yay. Dem, 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 dem. So, du bekommst jetzt auch erstmal noch hier dein Zeugs in die Hütte. Hündchen, hast du noch Durst? Er hat doch da jetzt was, Daisy. Genau. Und eine Hundehütte haben wir noch frei. Oder haben wir sogar noch mehr frei? Ich weiß es gerade gar nicht. Jetzt habe ich gerade gar nicht drauf geachtet. Nee, dürfte eigentlich nicht. Ansonsten wäre der ja in die erste gekommen. Eine haben wir noch frei. Das heißt, wir suchen noch einen weiteren Welpen. Ich glaube, wir bekommen wieder den mysteriösen Alien an die Strippe, denn hier ist nichts auf der Map diesmal. Irgendwie ruft er. Aha. Ah, warte mal. Da ist doch ein Hundejaulen. Ach, müssten wir da erst absteigen und das ist okay. Weil dann können wir doch hier nochmal so ein bisschen den Geräuschen nachgehen. Verfolge das Geräusch, um das Hündchen zu finden. Es könnte Schwierigkeiten sein. Okay. Dann wollen wir doch mal gucken. Wo ist es denn? Da ist der nächste Punkt. Da geht's weiter. Okay. Madame, ich rette gerade einen Hund. Oh, wieder einer in der Kanalisation. Och, nö. Nicht aufsteigen, Barbie. So. Schon wieder ein Labrador. Also irgendwie haben wir es auch mit den Labradoren. Müssen wir gerade gucken, wir müssen nach unten. So. Wieder einer wie Hazel. Ja. Und hier weiter. Und rauf. Und zur Seite. Und jetzt kannst du erstmal sprinten. So. Jetzt müssen wir gleich wieder ein paar engere Kurven machen hier. Jawohl. Und rauf da. Und weiter. So. Nee, nicht bis ganz da oben hin. Da ist ein Knochen. Zack. Und zur Seite. Nach oben. Und raus hier. Ah. Hund gerettet. Keine Angst. Ja. Das war eine erfolgreiche Rettung. Wie knuffig. Doch, mir fällt gerade noch ein, wie ich noch einen Hund nennen sollte. Standen auch meine Namensvorschläge drin. Luke wurde sich auch mal gewünscht. Dann heißt er jetzt gleich Luke. Nichts ist schöner, als Welten zu retten. Jetzt hatte ich noch wieder auf das obligatorische Lachen gewartet. Der Welpe gehört ganz dir, Skipper. Gleich geschafft. Bist ein braver Welpe. Ein ganz braver Welpe. Gemacht, Hündchen? Noch ein vermisster Welpe. Suchst du einen Namen aus? Luke. Eine tolle Wahl. So, Flöhe müssen wir diesmal entfernen. Wir helfen dir. Oh, der guckt so. Ah, oh, ist das fies. Entfernen wir die Flöhe. Okay, ach, mit der. Ah, so war das ja. Das ging schnell. Okay, jetzt haben wir aber noch einen Durchgang. Oh, ich hasse diese furchtbaren Krabbelfiecher. Oh, da haben wir eben zwei auf einmal. Und nochmal zwei auf einmal.
Aber ist sie noch nicht los? Er ist sie noch nicht los. Oh, ich hasse diese furchtbaren Krabbelfiecher. Boah, die sind jetzt. Boah, sind die aktiv. Ha! Vorgezählt! Alle Flöhe weg! So, natürlich soll auch der kleine Luke die kostenlose Ersterstattung bekommen. Ach, er hat doch noch. Okay, ihr Lieben, das war's dann aber auch schon wieder mit der heutigen Folge. Morgen wird's dann wieder Zeit, sich um ein paar der Hunde zu kümmern und dann auch wieder zu vermitteln. Leider. Also, ihr Lieben, macht's gut und bis morgen. Tschüss!